Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal, welche Nachricht wir von euren Ahnen so bekommen, was für euch wichtig ist. Ja, es ist ein Sonntag, an dem das Video hier erscheint. Das heißt, am Ende der Playlist wird auch noch mal werden nochmal die Wochenlegungen eingeblendet. Für diejenigen, die die Mitte der Woche noch nicht anschauen konnten, ist das auf jeden Fall ein guter Hinweis. Generell findet ihr eure Legungen zu euren Sonnenzeichen in den jeweiligen dafür vorgesehenen Sternzeichen-Playlists. Schaut euch ein bisschen um in den Playlists, ist einiges passiert hier auf dem Kanal. Es ist auch so, dass inzwischen jeden Tag Videos veröffentlicht werden. Wenn ihr da also nichts verpassen wollt, dann seid schlau, klickt kurz auf den Abo-Button und auf die Glocke, damit ihr halt immer, wenn ein Video erscheint, was wie gesagt jetzt dann nach Möglichkeit auch täglich passiert und passiert ist schon, kein Video mehr verpasst. Es ist eine allgemeine Legung, wie immer fürs Kollektiv. Nehmt also mit, was mit euch resoniert und lasst ziehen, was nicht zu euch gehört. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie immer, fangen wir an. Wir bitten die geistige Welt und speziell die Ahnen der Zwillinge um eine Botschaft. Was sollen die Zwillinge jetzt wissen? Das ging flüssig, okay. Fünf der Münzen auf dem Kopf, Rate des Schicksals. Königin der Schwerter auf dem Kopf, zwei der Schwerter, Ass der Stäbe und die Acht der Stäbe. Meine Lieben, es gibt hier einige von euch, die sich nicht selber leben, die blind dafür sind, für all das, was da noch in ihnen schlummert oder aber sich nicht trauen. Eure Ahnen, eure geistige Crew möchte euch wissen lassen, dass ihr tief ins Fühlen gehen sollt und raus aus dem Kopf. Dass ihr euch auf eure Werte bzw. auf euren Selbstwert berufen sollt, sprich, dass ihr ja, euch wirklich mal ganz klar bewusst macht, was ihr könnt, wer ihr seid. Ja? Und da ist was drin, da ist eine Fähigkeit in euch drin, die ich würde mal hoch ansetzen und sagen, die fast schon weltverändernd ist. Ihr fahrt noch nicht eure vollen PS auf der Straße. Ihr seid hier ganz, ganz klar und eindeutig dazu aufgefordert, das, was sich als Träume, als Wünsche, als einige von euch haben auch eine ganz spezielle Art von Ausdruck, das heißt also möglicherweise einen kreativen Ausdruck oder ihr macht etwas auf eine ganz eigene Art und Weise, ja, bringt das in die Welt. Bringt es einfach in die Welt. Hier, ihr steht auch kurz davor, oder vielleicht ist es auch schon passiert, kriege ich hier gerade rein, dass ihr Angebote bekommen habt und die irgendwie entweder abgelehnt habt oder nicht wahrgenommen habt oder euch das nicht zugetraut habt. Hier ist auf jeden Fall etwas, eine ganz spezielle Fähigkeit, Fertigkeit, die ihr und nur ihr, jeder einzelne Zwilling, der das hier ansieht, für sich ganz speziell mitgebracht hat. Dazu müsst ihr aber, ihr Luftzeichen, Zwillinge, den Kopf einmal ausschalten und einmal tief tauchen und vielleicht nicht nur tief tauchen, sondern wirklich auch, ich meine, wir haben hier Acht der Stäbe, Ass der Stäbe, das sind Feuerzeichen, wirklich mal schauen, wofür brennt ihr? Und das steht unter einem sehr, sehr guten Stern und das wird euch auch aus Selbstzweifeln oder einer Stagnation rausbringen.
Also folgt dem inneren Ruf. Bringt eure PS bitte, bitte, bitte auf die Straße. Das wäre eine Schande, wenn ihr euch nicht selbst entfaltet. Also das ist sowieso für jeden eine Schande, sehr, sehr traurig, ja, zumindest. Aber hier profitieren ganz, ganz viele andere Menschen noch davon. Das ist wertstiftend und das geht so tief. Herzerwärmend, würde ich fast schon sagen. Wie schön das ist. Liebe Zwillinge, schaut euch gerne dazu noch euren Aszendenten an. Findet ihr in der Ahnenlegung-Playlist. Sucht euch da den Aszendenten einfach raus oder schaut euch nochmal in eurer Zwillings-Playlist um. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich hoffe und wünsche mir, dass ihr hier eure PS auf die Straße bringt. Schreibt mal in die Kommentare, was ist es, was da raus will, was aber, wo ihr euch vielleicht noch nicht traut oder vielleicht findet man hier ja auch Unterstützer, ja, die euch ein bisschen Mut zusprechen können, wenn euch diese Legung hier nicht reicht. Liebe Zwillinge, lange Rede, gar keinen Sinn. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.